Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Dieses Erdbeben vorhin. Ob es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Atreus, da vorne. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Mid-Avenir. Hey, Zwerge! Oh. Sie rennen weg? Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Warum wegen uns? Sie haben Angst. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Wieso verstecken sich alle? Wachsam bleiben. Können wir kurz mit euch reden? Keinen Ärger, bitte. Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust. So. Nächste. Eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Sindri! Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich habe was für euch. Danke fürs Aufbewahren. Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Och, könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Oh. Ach, den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien. Au! In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas in Aktion. So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. 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 Ah!
Ich hatte nicht gedacht, dass du die Hälfte aller Kreaturen in Mikrowellier aufschreckst. Woher sollte ich wissen, dass die da sind? Hinter dir! Hinter dir! Vorsicht! Gut, also, Cindy, weißt du, wo die Taverne ist? Sehe ich aus, als ginge ich in schmutzige Tavernen? Aber die Kanalisation, in die du ein Loch gehauen hast, sieht ganz gut aus. Für dich. Sie müsste auf die andere Seite der Stadt führen. Andere Türen stehen euch hier auch nicht offen. Noch ein Gedicht von Quasi. Ist diese Ausgangssperre echt wegen uns? Meine Güte, ja. Odin hat dieses Reich so fest im Griff, dass jeder Außenseiter eine Bedrohung. Typischer für Odin geht's nicht mehr. Jeder Außenseiter gilt als Bedrohung. Dient das dem Schutz der Zwerge? Es klingt so. Aber wie ich Odin kenne, steckt noch was anderes dahinter. Also, hier verstecken sich auch alle. Odin hat seine Klauen wirklich tief in diese Welt geschlagen. Aber es gibt keine Wachpatrouillen. Wir sind wohl keine Bedrohung. Wozu verstecken? Statuiere ein Exempel an dem, der sich wehrt. Und der Rest bleibt gefügig. Selbsterhalt kann selbst die Tapferkeit des Stärksten überwiegen. Durch Furcht sind sie sicher und am Leben. Wir brauchen dafür wohl mehr Spezialausrüstung. Das sieht doch gut aus, oder? Nicht wie ein Wohnhaus. Wenn er hier ist, sollte ich vielleicht das Reden übernehmen. Du. Na, er soll keine Angst vor uns kriegen. Du bist ein Hühner mit einem abgetrennten Kopf am Gürtel. Nur zu. Stimmt, irgendwie. Also gut. Thank you.
Ist er das? Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind bestimmt wir. Tja, wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nur nach einem Freund von uns. Er heißt Dürlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg. Welches Chaos? Erklär ich später. Ich will von diesem Chaos hören. Die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf! Ich habe Haut! Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. Kommt. Bestimmt gibt es hier ein Boot. Bei Sindri klang es, als wäre Dürlin einer der Höllenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wäre ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder. Da hinten war ein Dock. Vielleicht liegt dort ein Boot, mit dem wir zu Dörling kommen. Gleich bei den Felsen hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Verdammten Bergbaumaschinen. Was ist damit? Der Skalde hat recht, mich zu beschuldigen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Ich würde es begrüßen, wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht von hier aus die Rauchsäulen. Aber wenn du jetzt nicht erkunden willst, zu Dürlin kommt man offenbar durch das offene Tor links. Und wo lang gehen wir? Wir könnten uns vor Tirs Rettung noch vorbereiten. Liegt bei dir.
Vimir, hast wirklich du diese Maschinen bauen lassen? Odin wollte die Zwerge unter Kontrolle haben und, tja, ich überzeugte ihn, sich ihre Loyalität zu erkaufen, anstatt sie einzufordern. Eine Art Handel. Die Drachenskulptur ist nicht schlecht. Drachenskulptur ist nicht schlecht. Hinter dir! Pass auf! Drachenskulptur ist nicht schlecht. Hinter dir, Vater!
Ich glaube, da ist etwas. Das höre ich nicht zum ersten Mal, muss ich sagen. Was ist das? Tod.
glaube, dafür brauchen wir mehr Spezialausrüstung. Ich glaube, da ist etwas. Go!